Also, ich bin gerade hier an meiner G-Klasse. Viele von euch wollten wissen, was ich quasi gekauft habe, als ich wieder zurück war hier in Deutschland. Denn kleine Vorgeschichte, ihr müsst ja wissen, ja, normalerweise habe ich immer schon Vorräte gesammelt, natürlich auch für Krisensituationen. Aber durch das Projekt Leben in der G-Klasse habe ich natürlich vieles aussortiert, hatte nicht mehr allzu viel und war ja auch die letzten Wochen auf Madeira. Deswegen waren meine Vorräte gefühlt auf null. Ja, bin jetzt wieder zurück in Deutschland, das heißt, ich habe mich ein bisschen eingedeckt. Hamsterkäufe, nennt man es Hamsterkäufe oder nicht? Meine Meinung dazu, das werdet ihr auch gleich sehen. Ne? Hamsterkäufe heißt für mich, wenn ich sehe, eine Dose Ravioli als Beispiel und ich nehme mir jetzt 20 Dosen davon. Das ist halt Hamsterkäufe, das ist egoistisch und das ist halt Bullshit. Im Endeffekt zeige ich euch eigentlich nur meinen Einkauf von länger haltbaren Lebensmitteln. Ihr könnt ihr gleich dann mal in den Chat schreiben, ob ihr das übertrieben findet oder nicht. Ich habe 160 Euro bezahlt für das, was ich euch jetzt zeigen werde. Und ich switch die Kamera. Hier schon mal ein grober Überblick. Es ist jetzt nicht irgendwie krass sortiert. So, ne? Als kleine Information, Single-Haushalt, ne? Also ich bin alleine. Von daher müsst ihr natürlich auch ein bisschen berücksichtigen, was jetzt die Massen angeht, damit ihr das Ganze einschätzen könnt. Also, was haben wir hier? Hier auf jeden Fall erstmal eine Packung Grablichter bzw. Kerzen. Ja. Grablichter und hier eine 100er Packung Teelichter. Ja, Grabkerzen hat den Vorteil, sind ein bisschen windgeschützter, brennlänger. Genau, hier 100er Packung Teelichter. Dann Milch als Klassiker. Was haben wir hier? Einen schönen Kamillentee und auch einen Minztee. Ja, trinke ich natürlich auch generell so. Kann man natürlich auch gut trinken, wenn man krank ist, aber ich trinke halt generell auch so Tee. Wie gesagt, es ist jetzt nicht sortiert. Ich habe halt hier alles nur reingeschmissen. Duschgel am Start natürlich. Ich habe hier Müllbeutel. Ja. Warum, wieso, weshalb, wieso auch die Masse, seht ihr dann im Video am Samstag. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. So, hier zwei Packungen Nudeln, aber die guten Dinkel-Vollkorn-Korkenzieher-Nudeln. Bio natürlich. Ja. Damit es reinkracht, noch ein bisschen Alufolie. Schokomüsli, zweimal der gute Himalaya Basmati Reis. Ja, der knallt gut rein im Sinne von viel Masse. Dann zweimal feuchtes Toilettenpapier, weil normales Toilettenpapier gab es nicht mehr. Und jetzt wollte ich hier mal mit euch genau nachgucken, weil viele das nämlich geschrieben haben. Genau, schaut Leute nach, wegspülbar, schnell wasserlöslich. Es hatten viele im Stream geschrieben, dass man das nicht in Toilette machen kann. Die sind wegspülbar. Kleiner Geheimtipp an dieser Stelle quasi. Feuchtes Toilettenpapier. Ja. Hier einmal grüner Tee und Creme durch Pflege. Schön, damit der Hintern auch geschmeidig bleibt. Was habe ich hier noch? Ich habe hier noch Multikornflocken zart. Es gab, meine normalen Haferflocken gab es nicht mehr. Ich habe hier drüben, das können wir schon mal vorwegnehmen in dem Zusammenhang, noch glutenfreie Kölnflocken in zart. Ich habe einfach die beiden mal genommen, weil es keine anderen mehr gab. Also, ne, es gab keine normalen, deswegen glutenfreie. Und Multikorn wollte ich sowieso mal austesten. Ja, 100% Vollkorn. Klingt erstmal ein bisschen gesund. Legen wir zur Seite. Hier noch zwei Packungen Tortelloni. Genau, Haltbarkeit halt. Alles, was immer ein bisschen länger haltbar ist. Ist jetzt hier bis Mai. Muss man natürlich dann, wenn man sich sowas macht, im Auge behalten, sortieren, was man wann wie wo aufbraucht, damit es nicht schlecht wird. Das legen wir wieder drauf. Dann haben wir hier noch genau, bisschen Hafermüsli, Schoko-Variante, aber auch mit 30% weniger Zucker. Ja. Dann habe ich hier noch Gewürze. Ich habe irgendwo auch noch Salz, das seht ihr noch. Hier auf jeden Fall einmal Paprika edelsüß, einmal Pfeffer. Hier einfach mal noch ein Stück Kernseife für alles Mögliche, ne? Ohne Parfüm. Dass man sich einfach mal ein bisschen frisch machen kann, so als Backup, plastikfrei, ohne Parfüm. Und dann habe ich hier hinten noch ein bisschen haltbares Brot, auch Mandel-Eiweißbrot, ja, ist jetzt hier bis zum 1.8.2020 haltbar. Und hier habe ich mir nochmal so eine 10er Portion in 5 Sorten geholt. Hier Leinsamenbrot, Roggenvollkornbrot, Pumpernickel, Schwarzbrot, könnt ihr mal gucken, Haltbarkeit, auch 18.09.2020. Ja. Ihr seht schon, ich packe das mal kurz hier wieder ein. Generell, ihr seht, ich habe jetzt nicht ultra viel, ne? Ich habe jetzt keine 20 Pakete Reis, 2 Packen Reis, 2 Packen Nudeln. Milch habe ich natürlich ein bisschen mehr, weil man auch mehr verbraucht. Das ist jetzt aber, ne, 4 Packungen Milch sind jetzt gar nicht mal so viel. Ja, ich denke, das ist aktuell hier alles im Rahmen von dem, was ich jetzt euch hier schon mal präsentiert habe. Ich bin auf jeden Fall gern auf eure Meinung gespannt, beziehungsweise werden wir gleich drüber diskutieren werden.
So, das ist die erste Kiste, eingepackt. Das ist die Konservenkiste, die gucken wir uns, glaube ich, als letztes an. Wir gehen nochmal in die Kiste rein. Wie gesagt, ist nicht sortiert, alles durcheinander. Ich habe mir hier nochmal Salbei-Bonbons geholt. Eher im Sinne von, wenn man halt krank wird, ist eigentlich ganz gut, zu Hause zu haben, dass man irgendwas zum Lutschen hat für den Hals. Eher so in Richtung Halsschmerzen gedacht. Dann habe ich hier noch zweimal so ein bisschen fertige Pastasoßen. Ja, hier ist auch das Tafelsalz, was ich angesprochen hatte. Zweimal Mehl, Haferflocken, hier nochmal Waschtabs, Zwieback, auch nicht schlecht. Ja. Auch eher Richtung Krankheit gedacht oder so zum Soßnecken. Was haben wir noch? Ich habe hier, okay, das habe ich nochmal woanders auch nochmal. Magnesium, Calcium, D3, also einfach mal noch ein bisschen ja, Mineralstoffe, Vitamine zum Reinknallen. Zweimal Deo, zweimal Kaugummis, Zahnpasta. Achso, genau, hier ist der andere. Hier ist nämlich nochmal Vitamin C und Zink. Zahnbürste, ein Edding. Was ich mit dem Edding vorhabe, seht ihr dann im Video am Samstag. Hier habe ich nochmal große Müllbeutel, 50 Liter. Zahnpasta hatte ich schon. Hier habe ich heiße Holunder, ja, auch Vitamin C plus Zink. Finde ich sehr geil, schmeckt lecker als so ein löslicher Tee. Ist im Endeffekt sowas ähnliches wie hier, nur in heiß. Ja, trinke ich ab und zu mal oder halt auch, wenn ich dann krank sein sollte. Hier habe ich nochmal so ein Reisewaschmittel einfach gekauft. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Kann man einfach mal im Hand... hier, eignet sich für alle Gewebe schon ab 17 Grad kraftvoll. Ja, für kleine Handwäschenurlaub. Genau, ist halt eher gedacht, dass man im Waschbecken mal was waschen könnte. Themen oder halt... ne, ja, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber als Beispiel, Stromausfall ist, ihr habt aber noch einen Wasserkanister. Ja, wieder, hier ist übrigens noch Wasser drin und noch ein bisschen anderer Kram. Dann kann man halt auch mal ein bisschen was durchwaschen. Jupp, habe ich, glaube ich, alles gezeigt von hier. So, warum, was, wie, bin ich jetzt nicht krass ins Detail gegangen, aber mal so als kleinen Eindruck. So, und jetzt kommen wir hier an das dritte Ding. Ganz wichtig, ihr seht schon, ist natürlich erstmal eine Pulle Jägermeister zur Desinfektion von innen und auch sehr gut als Hustensaft gedacht. Spaß. So, was haben wir hier? Ja, wie gesagt, den Jäger, dann haben wir hier eine große Pulle Fit, ja, zum Abwaschen, was auch immer, kann auch zum Händewaschen nehmen. Dann habe ich hier zweimal so Erbsen mit Möhrchen. Ich habe extra die kleinen genommen, dass man die halt gut portionieren kann. Ja, also quasi 6 Dosen. Hier ist zweimal Studentenfutter, dann habe ich hier Babybirnen leicht gezuckert, ja, bin ich eigentlich nicht so ein Freund von, aber kann man irgendwie in Haferflocken, Müsli oder sowas mit einmischen. Hier ist noch einmal Apfelmus, zwei verschiedene Würstchen, einmal normal, einmal Geflügel. Hier haben wir gehacktes vom Schwein gekocht und gepökelt, ja, also einfach noch ein bisschen Dosenfleisch. Honig ist hier unten, dann haben wir hier noch zweimal Pesto, ja, mit Basilikum. Und einmal mit Tomate. Hier haben wir verschiedene kleine Wurstgeschichten. Schinkenwurst, das haben wir hier. Bierwurst, ja, da habe ich 4 Stück. Ja, kann man zum Brot essen oder halt auch zum Kochen irgendwie mit, irgendwo mit reinmixen. Hier habe ich nochmal Prinzessinnenbohnen. Ja, die habe ich, glaube ich, zweimal Mais. Zweimal Mais. Prinzessinnenbohnen habe ich hier. Kidneybohnen. Hier habe ich ein paar Mal Heringsfilet, ich glaube 4 Mal oder so. Gebackene Bohnen habe ich natürlich noch am Start. Hier das gute Lecho-Soße. Genau, ihr seht es, von den meisten Sachen habe ich so 2 Sachen. Fruchtcocktail, von den Obstsachen habe ich meistens nur eine. Aber jetzt von so Mais, Prinzessinnenbohnen und sowas habe ich halt meist immer 2 genommen. Oder auch vom Pesto. Ja, was habe ich noch? Ich habe noch einmal Sauerkirschen, Partygurken. Ah, für eine kleine Party. Passt natürlich zum Jägermeister. Dann hier einmal nochmal Onkel Ben, süß-sauer. Dann habe ich hier noch einmal Chili con Carne. Einmal Olivenöl. Lecho-Gemüse. Und nochmal Pesto. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Hier habe ich mir gestern noch einen Füllstutzen geholt zum Füllen von meinen Spritkanistern. Ja, die sind ja auch drauf. Die sind auch abgeschlossen. Mit Vorhängeschlössern, also kommt auch keiner ran. Dann habe ich noch das Isolierungstape, wofür ich das brauche, seht ihr auch im Video am Samstag. Ich habe einmal noch eine große Packung Tempos geholt, normalerweise hole ich keine Tempos, sondern normale Taschentücher, aber das war das Letzte, was da war und ich dachte, komm, nehmen wir mal lieber mit, wer weiß, was ist. Hier noch zweimal Knäckebrot, Roggen. Roggenknäckebrot und dann ein bisschen Wasser. Das sind jetzt 24 Flaschen. Eine habe ich jetzt schon angefangen, weil ich Durst hatte.
Da drüben ist noch was, was ihr sehen werdet am Samstag im Video und dann noch ein bisschen anderer Kram. So, wie gesagt, das war jetzt einfach mal nur der ja, hauptsächlich Essenseinkauf vom Montag jetzt. Freunde. Also, folgende Sache. Ich will jetzt nochmal auf eure Meinungen oder Fragen zu dem Thema ein. Zu meinen 160 Euro Hamstereinkäufen. Etwas, das vielleicht fehlt, etwas, wo ihr sagt, das ist zu wenig, das ist zu viel, das ist übertrieben, keine Ahnung was. Ja, ist es ein normaler Einkauf, ist es egoistisch, das, was ich eingekauft habe und so weiter. Für alle Leute, die das Video hier auf YouTube sehen sollten, könnt ihr euch auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Was empfindest du selbst fehlt im Großen und Ganzen? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, weil ich das erst ja zusammen mixe und sehe, wenn ich das alles aufgebaut habe. Wie gesagt, ich habe noch zwei große Regale, zwei Schwerlastregale gekauft, die liegen da auch hinten drin. Und dann kann ich das alles erst einschätzen. So. Fritz, dein Einkauf ist ein ganz normaler Einkauf. Jein, also normalerweise kaufe ich nicht für 160 Euro ein. Der ist im Endeffekt, realistisch gesehen, ist es ein Einkauf, anstatt für eine Woche, für zwei Wochen. Ich habe vielleicht doppelt so viel gekauft wie sonst, um einen kleinen Vorrat zu schaffen und habe mehr darauf geachtet, Sachen zu holen, die länger haltbar sind. Meine Einschätzung dazu. Ist ja eine spannende Frage. Ist das wirklich nötig? Weil macht schon etwas Angst. Naja, was heißt das? Hat ja nichts mit Angst zu tun. Das Ding ist, du wirst weiter... Guck mal, wir können ja mal kurz ernsthaft drüber reden, über das Thema, macht es jetzt Sinn oder nicht oder sonst was. Wie gesagt, Thema Hamsterkäufe. Hamsterkäufe heißt für mich eigentlich im Endeffekt, wenn du egoistisch völlig übertreibst und sagst, ich hole mir jetzt 30 Dosen, Baked Beans. Das ist halt egoistisch. Wenn ich jetzt einkaufen gehe, mir zwei Dosen Baked Beans, zwei Dosen Mais, zwei Dosen Bohnen hole, finde ich das völlig okay. Bin ich ganz ehrlich, mache ich sonst auch. Vielleicht hole ich nicht zwei, sondern eine. Ne? Ob das nötig ist, das liegt halt im Auge des Betrachters. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Supermärkte offen. Die werden auch weiter offen bleiben. Du wirst auch Zeug kriegen. Die Frage ist ja aber zum Beispiel, willst du überhaupt in den Supermarkt gehen? Ja, gehen wir jetzt davon aus, dass die Lage sich weiter zuspitzt, es werden mehr Infizierte und so weiter. Man soll große Menschenmassen oder generell andere Personen meiden. In dem Moment, wo du ja dann einkaufen gehst, setzt du dich einem sehr hohen Risiko aus. Ja? Das mag jetzt alles noch überschaubar sein, kann sich aber stark verändern. Ja, das heißt, wenn du einfach jetzt mehr Vorräte hast, musst du weniger einkaufen gehen, wenn du an diese Vorräte rangehst. Das ist ja der eine Gesichtspunkt. Also wenn du sagst, ich setze mich selbst aus Schutz, zum Beispiel in Quarantäne, weil ich einfach genug Essen zu Hause habe, ich habe vorgesorgt, ich brauche nicht einkaufen gehen, habe auch nicht die höhere Infektionsgefahr. Das ist der eine Gesichtspunkt. Der zweite Gesichtspunkt ist, diese ganzen Güter, die man dort kauft, die müssen ja produziert werden. Ja? Die Güter sind ja nicht für die nächsten 5 Jahre alle schon fertig produziert und werden in die Supermärkte geliefert, sondern die müssen ja produziert werden. Wenn jetzt aber Leute nicht mehr arbeiten gehen, weil eine, ne, wie wir es mitbekommen haben, ja die Firmen alle dicht gemacht werden oder viele Firmen dicht gemacht werden, dann fehlt ja auch die Produktion. Ja? Es geht auch in dem Punkt nicht darum, dass von einem Tag auf den anderen kein Essen mehr da ist. Das ist völliger Quatsch. So, aber einfach, dass man eine gewisse Sicherheit ist und abgesichert ist. Ja, natürlich soll das Ganze ja auch keine Angst machen, darum geht es auch gar nicht. Aber wenn sowas länger anhält, entsteht halt einfach eine Versorgungslücke. Ja, das heißt, du bekommst vielleicht nicht mehr das, was du alles haben willst. Du bekommst weniger, rationierter, wie auch immer. Ey, Leute, wir werden nicht verhungern. So, aber das ist erstmal meine Meinung dazu. Das sind diese zwei Punkte. Einmal der Punkt, dass halt keine Nachproduktion stattfindet. Oder auch das Thema LKWs. Leute, die LKW-Fahrer transportieren das Ganze in die Supermärkte. So, was ist denn, wenn jetzt plötzlich, fiktive Sache, 30-50% ja, davon auch infiziert sind und quasi keine LKWs mehr fahren oder nur noch ein Bruchteil, ja, dann fehlt ja auch die Versorgung. Die ist ja dann eingestellt, die ist weniger. Dann kriegen die Leute mehr Panik, kaufen mehr. Das heißt, es wird weniger nachgeliefert, aber auch mehr gekauft. Ja. Wir sehen ja jetzt schon, was das Ganze quasi für Auswirkungen hat. Und das kann halt auch... Ich will keinen Teufel an die Wand malen, aber das kann halt auch ganz schnell kippen. Ja? Fiktives Beispiel, stellt euch doch mal vor, ja, die Lage spitzt sich innerhalb von 2 Tagen extrem zu, ja, weil sich vielleicht die Zahl der Infizierten verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Keine Ahnung, ob das realistisch ist, nur fiktive Gedanken. Ja? Und wenn sowas auf einmal die Runde macht, dann reden wir sicherlich nicht mehr über, ich kriege kein Toilettenpapier mehr, sondern dann ist der halbe Supermarkt leer.
So. Und die Leute, die meine Insta-Stories verfolgt haben, die haben gestern vielleicht auch den Clip gesehen aus Amerika, wie sie dort vor den Supermärkten anstehen. An dem Punkt sind wir noch lange nicht. Hoffentlich werden wir da auch nicht, hinkommen, aber man weiß es nicht. So, das nochmal als kleinen Retalk dazu. Es geht nicht darum, irgendeine Panik zu machen. So, Freund von mir arbeitet im Großhandel und meinte neulich, die haben dort Klopapier im Wert von 10.000 Euro gelagert. Nudeln und Reis ebenso, Konserven im selben Umfang. Und solche Großhandelsfilialen gibt es in jeder größeren Stadt mindestens 2 bis 3. Also allein dort sind schon einige Reserven vorhanden in jeder Stadt. Absolut. Also ne, Zahlen kann ich nicht überprüfen. Aber das ist ja auch genau das, was ich meinte. Aber man darf halt auch nicht vergessen, wie viele Einwohner es gibt. Pass auf, jetzt mal fiktives Beispiel. Würde mich mal interessieren. Pass mal auf, weil die Aussage war gerade, die haben dort Klopapier im Wert für 10.000 Euro eingelagert. In einem Großhandel. So, das klingt jetzt erstmal, Alter, 10.000 Euro, ist ja ultra viel. Aber passt mal auf, Magdeburg. Ich bin in Magdeburg, hier sind 240.000 Einwohner, Stand Ende 2018. Ja? Das heißt, Klopapier, ja, gehen wir jetzt nur für ein Rechenbeispiel aus. Das kommt, glaube ich, nicht hin, weil Klopapier ist teurer. Aber wenn Klopapier 1 Euro kosten würde, ein Paket 1 Euro, ja, und ich glaube, es ist deutlich teurer, dann würden 10.000 Leute dieses Klopapier kriegen von 240.000. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt 240.000 Einwohner, vielleicht gibt es auch mehrere Großhandel und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich nur, dass 10.000 Euro Klopapier im Wert von 10.000 Euro nicht viel ist. Das ist nicht viel. Natürlich gibt es gewisse Reserven, das passt auch alles, alles gut. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist nur das Langzeitding. Wenn, ne, wenn das Ganze, wenn wir jetzt hier von einem Stromausfall sprechen würden und wir haben eine Woche lang keine Versorgung, alles gut. Ja. Wenn wir aber von einem Virus reden, der uns vielleicht die nächsten Monate oder Jahre beschäftigt, dann ist einfach im Langzeitgame irgendwann die Reserve aufgebraucht. Ist völlig normal. Und es kommt keine Nachproduktion mehr. Es geht auch nicht darum, Angst und Panik zu verbreiten, Leute. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu diesem Thema. Ne, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, um ein bisschen sensibel zu sein, die Sache nicht zu unterschätzen, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja, im Endeffekt, ich glaube, das Problem ist, man muss die gesunde Mitte finden. Und es gibt die Leute, die das einfach komplett auf die leichte Schulter nehmen und lächerlich machen und sagen, scheiß drauf, ich lasse mir mein Leben nicht versauen, ich gehe trotzdem, ich will Großveranstaltungen haben, ich will meine Konzerte haben, lass uns doch alle anstecken, dann ist es schnell vorbei, bla bla bla. Das sind die Leute, die das komplett auf die leichte Schulter nehmen. Die Leute, die nichts zu Hause haben, ja, die alle quasi auslachen im Sinne von, ah, wozu brauche ich Vorräte, dies, das. Und sich dann aber plötzlich 2 Tage später in ihren Insta-Stories sagen, ah, ja, krass, ich krieg gerade nichts zu essen, so die ganzen Dinger, die ganzen Restaurants haben alle zu. So, das ist die eine Fraktion. Und dann hast du die Fraktion, die es völlig übertreibt, die hysterisch ist, die panisch ist, die anfängt, irgendwelche Sachen zu verbreiten, ja, von wegen sofort Fakten zu verbreiten, die überhaupt nicht stimmen, ja, die 50.000 Rollen Klopapier kaufen. Und ich denke, jeder von uns sollte einfach die gewisse Mitte davon finden, das ist ganz wichtig. Jeder sollte einfach einen gewissen Vorrat zu Hause haben, um einfach gut über die Runden zu kommen, ja, falls es doch mal einen Versorgungsengpass geben sollte. Wir reden nicht von einem Versorgungsabbruch, sondern vielleicht von einem Engpass oder dem Punkt, dass die Leute halt Ausgangssperre haben. Und dann kann halt auch jeder für sich selbst entscheiden, okay, gehe ich in den Supermarkt oder sage ich, mache ich nicht, sondern ich benutze vielleicht lieber was von meinen Vorräten. Muss jeder selber wissen. Kommentar von Axdeo, dann verreckst du halt 2 Wochen später, who cares? Okay, diese Aussage ist einfach absolut unqualifiziert, weil es geht doch nicht darum, 2 Wochen länger zu überleben. Das ist völliger Quatsch. Leute, das, ne, es ist keine Zombie-Apokalypse, völliger Quatsch. Von wegen, und dann habe ich für 2 Wochen Essen und verreck ich 2 Wochen später. Ist ja, es geht ja um bestimmte Maßnahmen, um sich einfach abzusichern und zu schützen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass ihr verhungert. Das ist völliger Quatsch. So, es gibt noch genug Lieferungen und Hilfspakete und sonst was. Es geht eher um die Langzeitgeschichte. Ja? Und da einfach ein bisschen vorbereitet sein. Genau. Deswegen abschließend, um das nochmal zu sagen, findet einfach die gesunde Mitte. Ja? Seid lieb zueinander. Ja? Nutzt einfach das schöne Wetter. Der Frühling steht vor der Tür. Alles gut. So sieht's aus.